Also erstmal herzlich willkommen nochmal an alle. Das heutige Thema ist Trauerphasen und Kommunikation mit Trauernden. Wie bin ich auf das Thema so ein bisschen gekommen? Einfach aus dem Grund, Trauer ist halt nicht nur darauf begrenzt, dass man zum Beispiel jemanden verliert, den man liebt, sondern Trauer kann ja in allen möglichen Situationen aufkommen, zum Beispiel jetzt auch gerade in der Corona-Zeit. Für einige Leute ist es ja auch ein bisschen schwierig mit Kurzarbeit oder einfach, man kann auch seine Freunde nicht sehen, man kann die Familie nicht sehen und das ist auch eine Art von einem Trauerprozess, dass man einfach halt sein normales Leben nicht leben kann, wie es möglich ist. Deswegen dachte ich, es ist vielleicht gar nicht so das schlechte Thema. Genau, wir fangen mal erstmal an. Also zum Inhalt heute, was genau ist Trauer? Da habe ich schon mal für euch so ein paar kleine Fragen, die ihr gerne zwischendrin schon mal in den Kommentaren beantworten könntet. Also welche von Situationen kennt ihr, in denen ein Mensch trauern kann? Worum bzw. um wen kann man zum Beispiel trauern, was euch da so einfällt und was es so für Emotionen und Reaktionen gibt, die man in der Trauer erwarten könnte zum Beispiel, jetzt wenn wir als Helfer vor Ort sind. Das könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben und dann gehen wir da gleich drauf ein. Noch kurz so zum Inhalt. Erstmal stelle ich mich gleich vor, damit ihr nochmal wisst, wer ich bin. Der eine oder andere wird mich vielleicht schon eine Weile nicht gesehen haben oder überhaupt noch nicht. Dann gehen wir danach auf die Phasen der Trauer ein. Gehen dann zu mögliche Trauersituationen, die uns so im Sanitätsdienst treffen könnten. Gehen dann zu diesem speziellen Thema Reanimation vor. Es ist tatsächlich was, was einen nicht nur unbedingt im Sanitätsdienst treffen kann, sondern natürlich auch im privaten Umfeld und oder auch allgemein der Tod eines Patienten oder auch einfach eines Angehörigen, Freundes, was auch immer noch. Genau, dann gehen wir auf die Kommunikation mit den Angehörigen ein, vor allem dann auch nochmal auf die Kommunikation mit Kindern, die in meinen Augen auch sehr wichtig ist. Und dann komme ich noch mal ganz kurz zum Kriseninterventionsteam und dann könnt ihr gerne zwischendrin schon Fragen stellen, wenn ihr irgendwelche habt oder ansonsten, ja, dann am Ende, wie euch das am meisten beliebt. Genau, erstmal, wer stellt euch heute dieses Thema vor? Also wer bin ich? Mein Name seht ihr ja gerade, also ich bin Josie. Ich bin, wie eben schon gesagt wurde, seit 5 Jahren Mitglied jetzt beim DRK, heute auf den Tag genau. Warum bin ich der Meinung, ich könnte dieses Thema halten? Also ich habe von 2016 an, habe ich meinen Rettungssanitäter über das Deutsche Rote Kreuz tatsächlich gemacht und war dann auch hauptamtlich beim Deutschen Roten Kreuz im Rettungsdienst hier in Berlin tätig und bin seit Oktober 2017 im Landkreis Märkisch-Oderland, wer den nicht kennt, das ist östlich von Berlin, zwischen Berlin und Polen, das ist die beste Beschreibung. Da bin ich als Auszubildende zur Notfallsanitäterin tätig und habe jetzt im September meine Prüfung. Genau deswegen habe ich mich jetzt auch die letzten 3 Jahre wahrscheinlich nicht ganz so viel blicken lassen wie vorher mal. Deswegen kennt mich der eine oder andere vielleicht auch nicht unbedingt. Nebenbei bin ich noch in der Freiwilligen Feuerwehr tätig. Das heißt, da habe ich natürlich auch noch mal so ein bisschen Kontakt einfach zu Ausnahmesituationen, nenne ich es einfach mal. Und genau deswegen, ich bin schon ein Mensch, der wahrscheinlich häufiger mal ein bisschen mit so Trauer und mit schwierigen Situationen einfach konfrontiert ist. Genau, jetzt zu euren Kommentaren. Vielleicht ist ja schon irgendwas aufgetreten. Also in welchen Situationen kann zum Beispiel Trauer bei Menschen auftreten? Worum bzw. um wen könnte man trauern? Und was für Emotionen und Reaktionen könnten denn zum Beispiel auftreten? Da bisher noch keiner irgendwelche Kommentare gegeben hat, ich gebe euch noch mal kurz ein bisschen Zeit. Vielleicht fällt euch ja irgendwas ein. Ansonsten habe ich natürlich auch noch ein paar Punkte. Soll ja nicht hier so schleppend vorangehen, ne? Sascha krammelt, sagt mir nichts. Da bin ich raus. Ja, gut, egal. Wir gehen mal einfach weiter. Vielleicht fällt ja jemandem noch zwischendrin was ein, vielleicht auch noch was anderes, als ich es da aufgeschrieben habe. Ja, ich habe mal so ein bisschen aufgeschrieben, in welchen Situationen kann Trauer auftreten. Ist zum Beispiel bei Unfällen, also jegliche Art von Unfällen, die meisten Unfälle sind ja zum Beispiel im Haushalt. Da könnte man natürlich einfach ein bisschen mit der Lage überfordert sein oder auch Verkehrsunfälle, gerade auch Zeugen von Verkehrsunfällen. Der Tod ist selbstverständlich, da sind die Menschen auch trauern. Genau, ich bekomme jetzt gerade eingeleuchtet, es kann um alles und jeden getrauert werden. Das ist nämlich richtig.
Es ist tatsächlich, wie ihr auch schon, ich glaube, ich anhand der ganzen Wörter seht, die da stehen, weiter zum Beispiel halt Sucht. Einerseits natürlich bei mir selber, wenn ich jetzt selber eine Suchterkrankung habe, kann ich auch um mich selber trauern, das ist auch möglich. Es klingt immer so ein bisschen doof, aber Trauer kann tatsächlich nicht nur andere betreffen, sondern auch einen selbst. Ich kann ja auch in einer gewissen Art und Weise bedauern, wie es mir gerade geht und ich mit der Situation nicht umgehen kann. Es gibt ja auch unterschiedliche Süchte. Nicht nur jetzt Alkohol, Drogen, was auch immer noch, sondern alles Mögliche. Und das ist auch was, was ihr bitte immer bedenken solltet. Genau, dann Krankheiten sind zum Beispiel chronische Erkrankungen, die man hat oder Krebsleiden. Oder was auch immer noch es an Krankheiten gibt, wenn man halt erfährt, man ist jetzt, hat nicht mehr lange zu leben, dann ist es total normal, dass man da sehr stark trauert und auch die Angehörigen selbstverständlich und auch die Freunde. Ja, auch klingt ganz doof, aber wenn ich ein Ziel nicht erreiche, das heißt, wenn ich ein Bewerbungsgespräch habe und das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, oder auch ich habe einen Job und ich verliere diesen Job, dann hat man auch eine Art von Trauer, weil man mit dieser Situation nicht genau umgehen kann. Genau, also worum kann man trauern? Familienmitglieder, Freunde, Haustiere, den Job, aber auch um sich selbst. Ja, genau, was für Emotionen und Reaktionen sind da normal? Also, ja, es kam eben schon, man kann mit allen Reaktionen tatsächlich rechnen. Das ist das Schlimme bei der Trauer. Es hat, glaube ich, der eine oder andere wahrscheinlich schon mal jemanden verloren und das sind dann geliebte Menschen, die man hat und das kann einen in jegliche Art von Reaktion einfach reinbringen. Man kann weinen, natürlich, ist eine häufige Reaktion. Man kann aber auch furchtbare Angst plötzlich haben, also natürlich auch Existenzangst, wenn jetzt der Partner, mit dem man seit 30 Jahren zusammen ist, plötzlich verstirbt und ich einfach nicht mehr weiß, wie ich was bezahlen soll, und weil ich alles sozusagen auf zwei Personen gerechnet habe. Aber genauso ist es, wenn meine Eltern versterben würden. Ich wüsste nicht mehr, wie ich was finanzieren soll. Aber generell auch, wie soll ich das jetzt alles noch alleine meistern? Auch eine Verzweiflung natürlich. Es ist, man ist hilflos. Es gibt aber auch atypische Reaktionen. Also manchmal lachen die Leute. Das klingt total doof, aber die sind mit der Situation so überfordert. Und manche Menschen kennt man bestimmt mal, dass man irgendeinen Bekannten hat, der, wenn irgendwas ganz Unangenehmes, einfach anfängt zu lachen. Das wirkt immer so total doof, aber ihr müsst wirklich, wenn ihr so eine Situation habt, mit allem rechnen können. Es kann einfach alles auftreten an Reaktionen. Manche Leute fangen auch plötzlich an, wenn man jetzt anfängt zu reanimieren, dass sie einem reingrätschen wollen und da an diesenjenigen ran wollen und du versuchst alles Mögliche zu tun, damit der da weggeht und die Arbeit nicht stört, damit man demjenigen das Leben retten kann. Und das kann manchmal einfach sein, dass die Reaktion halt von demjenigen gar nicht so beabsichtigt ist, wie sie kommt. Aber es kann halt manchmal leider der Fall sein, dass es unpassend wirkt auf den ersten Blick. Genau, jetzt gehen wir kurz zu den Phasen der Trauer. Es gibt 5 verschiedene Phasen, je nach Quelle auch nur 4. Ich habe einfach lieber die 5 mal aufgenommen. Da ist einerseits die Verdrängung. Das heißt zum Beispiel, ich erfahre, ich habe ein Krebsleiden. Dann sage ich erstmal, nee, das kann nicht sein. Das Ergebnis, das ist falsch. Das ist nicht möglich. Das muss verwechselt worden sein. Das geht da nicht um mich. Die nächste Phase ist dann die Wut. Ich bin sauer auf alles, auf jeden, auf meinen Arzt, der das diagnostiziert hat. Ich bin sauer auf mich, dass ich nicht versucht habe, mein Leben gesünder zu leben. Die Wut kommt einfach auf alles und auf jeden. Dann irgendwann kommt die Phase, dass ich versuche, in eine Verhandlung zu treten. Sage, lieber Gott, bitte hilf mir. Ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. Ich habe doch eigentlich immer nur Gutes getan. Gib mir bitte die Chance, dass ich das irgendwie überstehe. Und dann kommt man auch schon in diese Verzweiflung rein. Einfach nicht mehr weiter wissen. Was soll ich jetzt noch machen? Was kann ich tun? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Und am Ende kommt dann die Akzeptanz, dass man dann versteht, okay, ich habe jetzt wahrscheinlich nur noch wenige Monate zu leben, oder akzeptieren, derjenige ist jetzt verstorben, ich kann es auch nicht mehr ändern. Und das Wichtige dabei ist, dass diese Phasen nicht eindeutig voneinander abzugrenzen sind. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal vielleicht jemanden verloren hat. Man sieht es dann halt selber, man wechselt zwischen diesen Phasen hin und her, sehr sprunghaft. Plötzlich ist man sauer, dann im nächsten Moment ist man total verzweifelt. Und gerade dieses Hin und Her, das ist ganz normal in der Trauer. Und das muss auch nicht diese Reihenfolge sein, wie sie jetzt dasteht, sondern es kann auch ganz wild hin und her sein. Und das Wichtige ist dabei auch zu bedenken, die Trauer kann bei jedem Menschen unterschiedlich lang dauern. Und
Da habe ich zum Beispiel ein Beispiel. Wir hatten das Thema neulich auch bei uns in der Schule. Da war eine Frau, die hat an einem Tag ihren Mann verloren und ihre beiden Kinder bei einem Unfall. Die sind über eine Schiene gefahren, ohne Schranke. Und der Mann wird mit den Kindern gespielt haben. Der war selber Clown und war ein total lustiger Mensch wohl. Und dann ist der da rübergefahren und der Zug hat die erfasst. Die Kinder sind erstmal ins Krankenhaus gekommen und sind wenige Tage später verstorben. Die waren irgendwie, der Sohn war glaube ich 7 und die Tochter war 3, also wirklich sehr, sehr jung. Und diese Frau hat dann im Endeffekt nach nur 4 Monaten einen neuen Partner gehabt, weil natürlich die Bekannten reagiert haben, das kann doch nicht sein, die hat jetzt jemand Neues und nach nur 4 Monaten und das geht ja gar nicht und die werden ja gar nicht richtig getrauert haben. Und da ist aber wichtig zu bedenken, diese Trauer kann natürlich unterschiedlich ablaufen, allerdings kann zum Beispiel auch ein neuer Partner in dieser Trauer helfen. Die Frau selber hat erzählt, sie hat tatsächlich das Glück ihres Lebens mit diesem Mann gefunden, der es akzeptiert hat, dass sie diese Familie vorher hatte und der auch immer mit ihr darüber geredet hat. Weil Reden ist tatsächlich bei Trauer mit das Wichtigste, was man machen kann. Sie hat ihm alles erzählt, sie hat ihm Videos vorgespielt von dem Partner, von den Kindern, von allem. Und der hat sich sehr, sehr verbunden mit dieser Familie gefühlt und ist da immer sehr gut drauf eingegangen, hat ihr dadurch auch sehr mit dieser Trauer geholfen. Und damit möchte ich nur sagen, wie gesagt, komische Reaktion, nach nur 4 Monaten schon jemand Neues. Ja, das ist aber tatsächlich auch, es kann halt auch in dieser Bewältigung der Trauer helfen. Und deswegen sollte man halt auch jetzt, wenn es auch nur Kurzreaktionen sind, sollte man diese niemals verurteilen, die der Mensch da macht. So. Welche Situationen haben wir im Sanitätsdienst, an denen wir plötzlich Trauer erfahren könnten? Zum Beispiel, ich bin jetzt auf der Grünen Woche und kriege plötzlich die Meldung, ja, hier, da vorne an der Straße, da ist gerade ein PKW auf 3 Leute zugekommen und hat die erfasst. So. Ist aber direkt quasi vorm Eingang, deswegen sagen sie, geht da mal bitte trotzdem jetzt hin und guckt mal. So, Familienangehörige haben also diesen Unfall gesehen oder das war auch noch ein Freund mit dabei oder auch jeder, der nichts mit diesen Menschen zu tun hatte. Es ist für jeden Menschen erstmal diese Situation dieser Hilflosigkeit, die ihn wirklich halt in diese Trauer quasi auch reinschiebt. Man weiß dann nicht, wie man mit der Situation umgehen soll. Was kann noch sein? Zum Beispiel eine Freundesgruppe, 5 Leute kommen und reisen nach Berlin und feiern Silvester in Berlin und denken sich schön, neues Jahr, neues Glück vielleicht auch einfach. Und tatsächlich ist es jetzt so, in dieser Menschenmenge kommt einer zum Sturz und hat eine starke Verletzung am Kopf, ist plötzlich nicht mehr ansprechbar, hat eine Hirnblutung. Der war aber der, der das Ganze organisiert hat. Der weiß, wann die Abfahrt ist, der hat die Tickets, der hat alles gemacht. Und plötzlich stehen die Leute da, natürlich einerseits ein Freund, der gerade in einer lebenskritischen Situation ist, aber andererseits hängt davon ja auch eine ganze Menge ab. Wie kommen sie jetzt nach Hause? Wie ist es mit dem Hotel geregelt? Wie kann was gemacht werden? Wieder diese Hilflosigkeit, die auftritt. Genauso jemand, Grüne Woche wieder, isst irgendwas, was er normalerweise eigentlich ja sonst nicht so kennt und dachte so, ah, ich probiere mal was Neues aus und kriegt plötzlich eine Anaphylaxie, also eine sehr starke allergische Reaktion. Die Zunge schwillt an, er kriegt kaum Luft. Wieder stehen die Freunde, die Verwandten daneben, aber auch jeder andere steht daneben und kann mit dieser Situation nicht umgehen. Oder auch die Mutter, die vor ihrem Kind aufgrund von Kreislaufbeschwerden im Sommer einfach zusammenbricht, weil es zu warm ist. Und die Kinder stehen daneben und gerade für Kinder ist es natürlich, die stehen dann da und wissen überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen. Was möchte ich damit sagen? Die Trauer ist nicht was, was ausschließlich auf lebensbegrenzende Sachen oder lebensendende Sachen begrenzt ist, sondern die kann in jedem Falle auftreten. Wie gesagt, im Sanitätsdienst müssen wir immer damit rechnen, dass die Menschen, die drumherum stehen, halt trauern auf eine gewisse Art und Weise oder halt auch diesen sogenannten Schock haben, wie man das ja immer nennt, die so total schockiert sind und gar nicht wissen, was sie damit machen sollen. Das Wichtige ist, dass wir uns nicht ausschließlich darauf begrenzen, dass wir den Patienten versorgen, sondern dass wir auch immer auf die Angehörigen, auf die Freunde und auf alle Umstehenden eingehen und diese versuchen, so gut es geht, zu betreuen und da auch eine relativ hohe Priorität drauf legen, dass wir einerseits ein Team haben, was sich um den Patienten kümmert, aber andererseits auch ein Team haben, was sich um den Rest der Leute kümmert. Genau, jetzt kommen wir zu der Reanimation. Ist natürlich immer ein sehr schlimmes Thema, sage ich einfach mal. Erstmal ist dabei zu sagen, ist es ja meistens was, was sehr plötzlich kommt. Also klar, es gibt Leute, die sind krank, die werden dann reanimationspflichtig.
Aber häufig ist es einfach so, jemand kriegt plötzlich einen Herzinfarkt oder was auch immer noch, irgendein Unfall, ist ins Wasser gefallen, ist unterkühlt und atmet plötzlich nicht mehr nichts. Und es ist halt meistens, das ist ja, eine Reanimation kommt selten zum guten Zeitpunkt, sagen wir es mal so. Das Problem ist halt, die Angehörigen sind sehr hilflos, die umstehenden Leute sind sehr hilflos. Was dabei nochmal wichtig ist für alle zu begreifen, der Patient ist in dem Moment tot. Das muss man einfach so sagen. Und das, was wir machen, ist eine Wiederbelebung. Das heißt, wir versuchen, diesen Menschen wieder zurückzuholen. Wir versuchen, das Herz zum Schlagen zu bringen. Es ist aber auch so, wenn ich jetzt als Ersthelfer zum Beispiel vor Ort bin, jemand bricht von mir zusammen. Es muss keine Garantie sein, dass dieserjenige das auch überlebt. Und auch wenn er erstmal wieder einen eigenen Spontankreislauf hat, muss er auch die ersten 24 Stunden nicht überleben. Das muss uns leider immer bewusst sein, dass das halt so passieren kann. Was ich ganz wichtig finde, man sollte auch die Angehörigen die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, ob sie zugucken möchten. Natürlich, wenn sie jetzt Kreislaufprobleme haben, wenn die anfangen rumzuschreien, wenn sie jetzt anfangen, diesen Patienten anzufassen und ich muss da gleich defibrillieren, dann wissen wir alle, das ist eine sehr ungünstige Situation, das wollen wir nicht haben. Aber an und für sich hilft es schon in dieser Trauerbewältigung, zugucken zu können. Natürlich sind sie auf einer Seite hilflos, aber sie sehen auch, wir versuchen da alles zu machen. Wir tun alles, um diesen Menschen wiederzuholen. Das ist wirklich sehr hilfreich, einfach zu wissen, okay, ich konnte in dem Moment nichts machen, aber ich habe einen Rettungsdienst gerufen oder ich habe die Sanitätsstreife gerufen und sie hat angefangen und sie hat etwas getan. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um denjenigen zu retten. Dabei ist es auch wichtig, finde ich, dass die Kommunikation sehr bedacht durchgeführt werden sollte. Also man sollte sehr auf die Wortwahl achten, die man dabei trifft. Was auch sehr wichtig ist, natürlich die Außenwirkung, die wir haben. Also wenn ich jetzt da rumstehe und dann, oh ja, Kalle, weißt du, hier neulich, da, das war hier die TV-Show, die war voll witzig. So, das kommt bei einer Reha scheiße, um es mal so zu sagen. Das ist was, was wir nicht machen können. Ja, ich schmeiße nachher sehr gerne Geld rein. Denn es ist etwas, was wir nicht tun sollten. Da müssen wir wirklich darauf achten, wie wir uns geben. Ich kenne es vor allem hier von der Berliner Feuerwehr. Man ruft so ein LHF zur Reanimationshilfe, dann stehen da 6 Männer. Guter Tag, ja, schön, dann können wir ein bisschen plaudern. Das ist meistens sehr ungünstig und sehr doof. Man sollte wirklich darauf achten, dass man dann darauf achtet, was man sagt. Also nicht irgendwie lachen und so weiter. Das ist für uns auch, also klar, wir gehen damit natürlich auch mit einer gewissen Trauer um. Wir müssen das ja auch verarbeiten. Aber die Angehörigen gucken immer zu. Daran sollten wir denken. Was ich der Meinung bin, was ganz gut wäre, wenn man so eine Reanimation hat, da am besten nicht den Praktikanten hinschicken. Weil einerseits ist es für den Praktikanten sehr gut, wenn er bei der Reanimation teilnimmt und da einfach auch lernen kann. Das ist sehr wichtig. Es ist natürlich einerseits dieses schulische Ding, aber es ist auch so, dass am besten immer erfahrene Kräfte mit den Angehörigen sprechen sollten, einfach aus dem Grund, man weiß besser, was man sagen soll. Erfahren heißt nicht nur, dass ich jetzt sage, derjenige, der es seit 30 Jahren macht und der überhaupt nicht empathisch ist, das ist natürlich auch nicht, das klappt nicht. Aber wenn ich zum Beispiel selber erst 25 bin, aber ich habe schon mehrere Menschen in meinem Leben verloren und ich mache das jetzt auch nicht zum ersten Mal, dann ist es gar nicht schlecht, so jemanden zu nehmen, der empathisch ist. Manchmal hat man ja auch immer so eine Chemie mit den Angehörigen, dass man einfach gut mit den Leuten umgehen kann. Man merkt das immer relativ schnell und dann halt darauf achten, dass man denjenigen nimmt. Gibt natürlich so und solche Notärzte, aber häufig also die Nachricht über den Tod, den sollte lieber der Notarzt machen. Wir können es ja eigentlich gar nicht beurteilen. Dann ist es schon besser, wenn der das macht. Aber auch im Nachhinein, ihr könnt dann wieder zu den Leuten hingehen und ihr könnt auch ruhig denen mal eine Umarmung anbieten. Weil das ist, wie gesagt, ist gerade eine furchtbare Situation, es ist jemand verstorben. Natürlich immer darauf achten, wie derjenige reagiert, aber an und für sich so eine Umarmung kann auch mal helfen. Was auch wichtig ist, wenn es eine unklare Todesursache ist, zum Beispiel jetzt eine 30-jährige Frau kippt einfach auf der Straße um und ist tot. Es kommt die Polizei. Das ist für die Angehörigen manchmal sehr unangenehm. Die denken dann, oh Gott, was habe ich denn getan? Ich habe denjenigen noch nie umgebracht. Warum ist jetzt die Polizei da? Versucht, die einfach schon mal darauf vorzubereiten, dass die Polizei kommen wird, dass das ein ganz normales Prozedere ist, dass die kommen muss, dass sie das einfach nur begutachten will. Man will ja dann auch rausfinden, im Endeffekt, woran ist derjenige verstorben. Das ist einfach ganz wichtig, dass die da einfach schon mal mit dieser Situation klarkommen, dass sie einfach schon mal wissen, es kommt da jemand. Und das ist nichts, um denen sozusagen irgendwie was vorzuwerfen, sondern es ist ganz normal.
Genau, wenn jetzt die Angehörigen bei dieser Reanimation beiwohnen und da plötzlich anfangen, aggressiv zu werden oder anfangen, Kreislaufbeschwerden zu haben, rumzukreischen, rumzuschreien, was auch immer noch, wie gesagt, dann kann man auch ruhig mal sagen, sie sollten vielleicht lieber in ein anderes Zimmer gehen, aber vielleicht versuchen, dass man trotzdem so einen Blickkontakt zulässt. Also wenn es jetzt im Wohnzimmer die Reanimation ist, aber man in der Küche sich hinsetzen kann, dass man trotzdem auf diejenigen gucken kann, ist das vielleicht eine ganz schöne Möglichkeit, sowas zu machen. Klar, in der Öffentlichkeit, jetzt bei der Grünen Woche, ist schwierig, da gucken sowieso mal eine ganze Menge Leute zu, aber dass man trotzdem versucht, diejenigen nicht ganz weit wegzuschicken, dass sie trotzdem so ein bisschen mit drin sind. Ja, Kommunikation hatten wir eben jetzt schon so ein bisschen, die klare Kommunikation ist wichtig. Es ist aber auch eine neutrale und sachliche Kommunikation wichtig. Also wirklich demjenigen sagen, im Endeffekt, ihr Partner, Freund, was auch immer noch, ist im Moment tot. Wir versuchen aber alles, um ihn zurückzuholen. Wir geben uns da die größte Mühe. Es ist eine Maßnahme, in der sind wir geschult. Das machen wir nicht zum ersten Mal. Und wir geben uns da wirklich Mühe. Und da könnt ihr auch ruhig ein bisschen Emotionen einfließen lassen, aber nicht zu viel. Also nicht dann selber anfangen zu weinen und oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist natürlich auch, das sollte man versuchen zu vermeiden. Wir hatten ja vorhin schon, es können atypische Reaktionen kommen, einfach darauf gefasst sein. Einfach darauf gefasst sein, dass derjenige plötzlich anfängt zu lachen oder dass er plötzlich anfängt, sehr, sehr wütend zu werden, um sich rumzuschmeißen, was auch immer noch. Was auch immer blöd klingt, ist diese nicht abgeschlossene Handlung. Ist zum Beispiel, ihr kommt jetzt mit dem Rettungsdienst, ihr fahrt einfach mal als Praktikanten auf dem RTW mit und kommt dann in ein Haus rein und dann ist jetzt gerade der Ehemann verstorben, die sind seit 40 Jahren verheiratet und die Frau guckt euch an, das Wohnzimmer ist doch noch gar nicht gestrichen. Dann wird man erstmal denken, was hat denn das Wohnzimmer jetzt? Das ist doch komplett egal. Was spielt das für eine Rolle? Die sind in dieser Trauerphase, sind die halt in so einem Schockmoment drin, dass sie nicht weiter wissen und dass für die einfach dieses, aber das Wohnzimmer muss doch fertig werden. Und es klingt doof und muss man jetzt auch nicht unbedingt immer machen, aber man könnte sich da auch hinstellen und anfangen, dieses Wohnzimmer zu streichen, wenn man die Zeit dafür hat und wenn einem das vielleicht selber hilft. Weil wenn dann diese Handlung abgeschlossen ist, fällt ihnen im Endeffekt dieser Trauerprozess auch leichter. Genauso ist, wenn die jetzt sagen, ja, wollen sie nicht frühstücken. Normalerweise, wie ich, lehnen immer, definitiv, wenn mir ein Kaffee angeboten wird, ist eine nette Geste, aber wir lehnen sie eigentlich ab. Kann man in so einem Fall auch mal überlegen, ob man nicht dann einfach sagt, ja, okay, vielleicht will sie einfach noch mal 5 Minuten sprechen. Kann man dann auch mal sowas annehmen. Ist halt, wie gesagt, eine Ausnahmesituation. Geht immer auf die Bedürfnisse der Angehörigen ein. Es ist so eine Glaubenssache, also wie gesagt, vorhin das Beispiel mit den nach 4 Monaten neuen Partner haben, das wäre zu anderen Zeiten undenkbar. Da sind die Frauen mindestens ein Jahr lang in komplett schwarz gekleidet durch die Gegend gelaufen. Das war so Bestandteil ihres Glaubens. Genauso wie man jetzt zum Beispiel, wenn jemand verstirbt, manche Leute öffnen noch ein Fenster, damit die Seele rausgehen kann. Oder ich hatte mal die Situation im Einsatz, da ist ein 60-Jähriger verstorben, der Krebs im Endstadium hatte. Man hat das 12-jährige Kind im Nebenzimmer laut schreien und kreischen gehört. Das war natürlich sehr schwierig, also natürlich selbst eine Belastung. Und wir haben denjenigen dann mal zurück aufs Bett gelegt. Andersrum hat die Frau ein bisschen komisch geguckt. Dann habe ich ihr aber erklärt, wissen Sie, das ist, damit ihr Mann auf den Mond schauen kann, damit ihr Mann jetzt noch die Möglichkeit hat, quasi in den Himmel zu gucken, zu wissen, wo er auch hin muss. Und das hat sie auch verstanden und die war selber sehr gläubig. Also wir haben dann im Endeffekt auch einen Priester noch dazu gerufen, den sie halt selber kannte. Wie gesagt, Kriseninterventionsteams gibt es. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Priester zu rufen. Oder bei Muslimen bin ich jetzt nicht ganz drin, ich weiß da nicht genau, aber es gibt ja immer jemanden in der Kirche, in der Synagoge, in der Moschee, der irgendwie verantwortlich ist für sowas. Den kann man ruhig dazu rufen, dass er die einfach unterstützt in ihrem Trauerprozess, aber auch in dem Ganzen, wie gehe ich dann mit der Beerdigung um, was muss ich da machen, was muss ich da bedenken. Das wissen wir bei anderen Kulturen meistens nicht, deswegen ist es da immer noch mal gut, jemanden dazu zu holen, der da ein bisschen mehr Ahnung hat. Ja, genau. Was auch wichtig halt ist, die Betreuung der Angehörigen, nachdem wir noch abgerückt sind. Wie gesagt, wir können ja nicht für immer da bleiben. Von daher kann man auch einfach Freunde anrufen oder Verwandte, wenn sie jetzt irgendwie sagen, ja, hier mein Cousin ist total, wir sehen uns jeden Tag eigentlich, den anrufen, dass er vorbeikommen kann. Oder wie gesagt, halt von den Glaubenseinrichtungen jemand oder das Kriseninterventionsteam. Das ist tatsächlich eine ganz gute Möglichkeit, um einfach dann danach, auch nachdem wir weg sind, denjenigen weiter unterstützen zu können. Ja, die Kommunikation mit Kindern. Für mich ganz wichtig, das ist sehr wichtig zu verstehen, Kinder verstehen eine ganze Menge. Kinder fühlen auch eine ganze Menge. Wenn ich jetzt als Elternteil selber gerade meinen Partner verliere,
die Kinder, die spüren das, dass ich nicht weiter weiß, dass ich hilflos bin, dass ich Angst habe, das merken die. Und das wird auch meistens in deren Art und Weise, wie sie reagieren, ist es wieder zu spiegeln. Deswegen ist es wichtig, dass man vor allem auch mit den Kindern redet, aber auch wirklich dann mit dem anderen Elternteil redet oder mit Oma, Opa, wer auch immer noch gerade mit dabei ist, dass man die auch so ein bisschen runterholt, dass die einfach ein bisschen entspannter sind, dann sind die Kinder auch gleich auch ein bisschen entspannter. Kinder verstehen aber, was der Tod heißt. Kinder wissen, derjenige kommt nicht wieder. Wenn sie auch nicht ganz komplett verstehen, was da irgendwie Phase ist, aber Kinder wissen schon, was es heißt, wenn jemand tot ist. Oder Kinder wissen auch, was es heißt, wenn jemand einen Unfall hatte, wenn er ganz doll Aua hat. Und die wissen trotzdem, demjenigen geht es nicht gut und den sehe ich jetzt vielleicht auch erstmal ein paar Tage nicht. Deswegen ist es wichtig, den Kindern das ruhig ehrlich zu sagen, was da gerade ist, aber natürlich so ein bisschen versuchen, Kindgerechtes zu machen. Also das versuchen, ein bisschen einfacher zu erklären, aber dann halt auch auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen. Das heißt, wenn die auch eine Umarmung wollen, die ruhig mal umarmen. Das können die in dem Moment sehr, sehr gut gebrauchen. Wen man da auf die Kinder loslässt, in Anführungsstrichen, also da gucken. Es gibt manche Kollegen, ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der heißt Groß, total lieber Papa, hat selber drei Kinder, super Mensch, hat aber eine Glatze und einen Vollbart. Wenn der auf ein Kind zukommt, dann guckt das Kind so, oh Gott. So, dann ist es vielleicht manchmal gar nicht so doof, wenn man dann halt eher den kleinen Schmächtigen da hinschickt oder eine Kollegin. Manchmal stimmt da die Harmonie auch nicht. Man muss dann einfach gucken, mit wem kann derjenige am besten. Das ist aber auch bei allen anderen Angehörigen so. Einfach gucken, wer hat so ein bisschen den besten Draht zu demjenigen, den am besten da hinsetzen. Das ist einfacher einfach für diejenigen und man findet auch einfacher einen Draht. Man weiß auch einfach, worüber man mit den Leuten reden kann, was man irgendwie so ein bisschen denen erklären kann. Was ich wichtig finde, man kann ruhig auch dem Kind die Möglichkeit geben oder den Kindern, bei der Reanimation zum Beispiel des Elternteils, der Großeltern, Freundes, was auch immer noch, zuzugucken. Ist ein bisschen schwierig natürlich, aber auch die Kinder, die können damit schon mal, sie wissen, was da passiert, aber sie sehen auch, die haben da alles getan. Die sehen das auch und die können halt auch im Nachhinein sagen, ja, ich hatte die Möglichkeit, ich konnte da beiwohnen, ich konnte halt sehen, was gemacht wird. Natürlich, wenn die da auch wieder diese Überreaktion haben, wenn die plötzlich anfangen zu kreischen, zu weinen, zu schreien, also normales Weinen und Juchzen und so weiter ist total normal, aber wenn sie halt sehr stark überreagieren oder dahin rennen, dann sollte man es auch versuchen, dass man die ein bisschen weiter wegholt. Aber da auch ruhig nochmal mit dem anderen Angehörigen, Elternteil, wer auch immer noch da ist, so ein bisschen Rücksprache halten. Die kennen die Kinder besser als wir. Wir sind da zum ersten Mal. Ruhig mit denen einfach Rücksprache halten, wie wollen sie das haben, wenn die jetzt sagen, partout, die Kinder sollen nicht dabei sein, dann kommen die Kinder da auch weg. Aber manchmal, wenn man es denen auch so ein bisschen erklärt, dann sagen die dann auch, okay, dann lassen wir sie vielleicht 3 Meter weiter, aber die können dann trotzdem zugucken. Genau. Was können wir im DRK tun, wenn wir jetzt bei einer erfolglosen Reanimation waren, aber auch bei einer zum Beispiel erfolgreichen Reanimation? Wir wissen, wie gesagt, das Outcome wissen wir nicht vom Patienten. Aber auch bei Unfällen, bei was auch immer noch. Es gibt vom DRK das Kriseninterventionsteam. Die sind zuständig für das DRK. Das heißt, wenn ich einerseits natürlich beim Sanitätsdienst bin oder auch wenn ich hauptamtlich beim DRK arbeite, dann ist das hier in Berlin die Nummer vom Kriseninterventionsteam. Ich hoffe, ihr könnt sie alle dann auch gut sehen. Da könnt ihr einfach anrufen, da wird dann jemand rangehen und dem könnt ihr dann die Situation schildern. Und der wird euch dann irgendwie sagen, ja, es kommt dann und dann jemand vorbei. Ansonsten kann man natürlich auch immer die Leitstelle kontaktieren. Die haben nochmal andere, es gibt ja in Berlin ein PSNV-Team. Also es gibt verschiedene Stellen oder wie gesagt halt von der Kirche, von was auch immer noch. Da einfach gucken, dass man da irgendjemand erreichen kann. Vielleicht haben die Leute selber jemanden, den sie anrufen wollen. Und das sind so Möglichkeiten, einfach nur, um nochmal dann nach dem Unfall, nach der Reanimation, einfach diesen Prozess weiter begleiten zu können. Genau, noch die Quellen der Abbildungen. Und ansonsten, ja, hat irgendjemand noch Fragen? Dann könnt ihr sie jetzt stellen. Dann wäre es das von meiner Seite erstmal gewesen. Vielleicht fällt dem einen oder anderen noch was ein. Ich denke, es kommt dann noch gegebenenfalls an. Ja,
Dann danke ich erstmal vielmals für eure Aufmerksamkeit und hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht.